Herzlich willkommen im neuen Impfzentrum der Stadt Augsburg. Wir sind immer noch auf dem ehemaligen Fujitsu-Gelände, Bürgermeister Ulrichstraße 100, aber jetzt in der Halle 34, deutlich größer als das alte Gebäude. Wir haben mittlerweile 50 Impfkabinen, haben eine eigene Kinderstraße hier. Es ist alles ebenerdig. Wir können mit den Caddies quasi bis vor die Impfkabine fahren und es ist deutlich großzügiger gestaltet als noch das alte Gebäude. Ab sofort gibt es die Möglichkeit, sich hier auf dem Gelände des Impfzentrums vor der Impfung kostenlos testen zu lassen. Warum ist das wichtig? Die Inzidenz ist um die 1000. Wir testen unser Personal jeden Tag. Wir wollen sicher gehen, dass keine Gefahr von uns für die Bürger ausgeht. Dasselbe erwarten wir auch von unseren Mitbürgern. Maximaler Schutz für beide Parteien. Sie kommen am Eingang an, dort wird erstmal Ihre Temperatur gemessen. Dann werden Sie von unseren Mitarbeitern in den entsprechenden Bereich gebracht. Von dort geht es weiter in die jeweilige Anmeldung. Wenn der Anmeldeprozess erfolgreich durchlaufen ist, geht es in die Wartebereiche. Dann kommt das bekannte Aufrufsystem. Wenn Ihre Nummer dran ist, gehen Sie in das entsprechende Arztzimmer. Dort erfolgt die Impfung. Von da geht es dann in die Nachbeobachtung und eine Viertelstunde später können Sie direkt nach Hause gehen. Auch bei der Terminierung hat sich nichts geändert. Es gibt nach wie vor die bewährte Hotline-Nummer auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Webseite der Stadt Augsburg, augsburg.de/impfen. Da sind alle Terminmöglichkeiten auf einen Blick sichtbar. Auch hier gibt es viele Möglichkeiten. Die erste wäre, Sie konsultieren Ihren Hausarzt. Die zweite ist, vor jeder Impfung erfolgt hier vor Ort im Impfzentrum ein ausführliches Beratungsgespräch, in dem alle etwaigen Fragen geklärt werden können. Und die dritte ist natürlich unsere Webseite, wo Sie auch viele Informationen rund um das Thema Impfen finden.